Der Frankreich-Block ist heute in der Küche bei Vincent Klink auf der Wielandshöhe. Guten Tag, Herr Klink. Hallo, Doktor. Sie haben ein Buch veröffentlicht von Crimo mit Auszügen aus von dem Koch Crimo de la Reynière bei Rowohlt. Und wir haben uns schon oft gefragt, wo der Koch Vincent Klink den Ursprung seiner Passion für die Koch- und Bewirtungskunst gefunden hat, die er hier auf der Wielandshöhe in so perfekter Weise zu zelebrieren versteht. Das ist Balthasar Crimo de la Reynière, 1758 bis 1837, der in seinen Werken die hohe Kunst der Gastronomiekritik entwickelt hat. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Crimo de la Reynière neu herauszugeben? Na, eigentlich bin ich gar nicht so arg auf die Idee gekommen, sondern ich bin mit Crimo de la Reynière aufgewachsen, weil mein Vater ein wahnsinnig gewordener Hobbykoch ist. Und ich habe von ihm sogar der erste Restaurantkritiker gewesen, das sind so kleine Büchlein, habe ich geerbt. Und er war Tierarzt, aber er hat eigentlich nichts anderes geredet wie vom Essen und Trinken. Das war ihm das Wichtigste. Und ich musste auch Koch werden. Ich wollte gar nicht Koch werden, aber ich musste das. Und damals hat man halt den Vätern noch gefolgt. Und ja, das war so in den Anfang der 60er Jahre. Und da war natürlich Frankreich schon der Himmel der Genüsse und eigentlich die Orientierung. Und schon damals hat er mir gesagt, so muss man kochen, so wie diese Leute das damals gemacht haben. Nicht? Und dieser Crimo hat ja glücklicherweise die Revolution überlebt, nicht? 1789. Und das war ja eigentlich die Geburtsstunde der Grand Cuisine. Wurde zu Hause dann auch von Crimo de la Reynière gesprochen? Ja, natürlich. Und diesen ganzen Weltmeistern, da war ja zum Beispiel Antoine Carême, das war der Koch, der auf dem Wiener Kongress praktisch, also damals war ja Frankreich der Verlierer, also Napoleon hat ja in Waterloo alles verloren und dann wurde die Welt neu geordnet und eigentlich über Frankreich Gericht gesessen. Und letztendlich hat dann dieser Koch hat dafür gesorgt, dass eigentlich, man sagt ja das Wort, der Kongress tanzte, dass man ganz vergessen hat, dass Frankreich eigentlich der Verlierer war. Und praktisch das Kochen wurde Bestandteil der Diplomatie. Und das war diese Zeit, wo dieser Crimo de la Reynière sich Gedanken gemacht hat über die Restaurantküche, weil mit dem Fallen der Köpfe durch die Guillotine war ja die Herrschaft weg. Der Adel war nicht mehr da oder auch geflohen. Aber die Bediensteten waren da, die besten Köche der Welt, mussten ja dann aus den Schlössern raus und waren arbeitslos. Die ganzen Kellner, Haushofmeister, Kaltmamseln und diese alle hatten keinen Job mehr. Und so wurden eigentlich dann im verstärkten Maße diese Restaurants gegründet. Und zwar von Leuten, die nicht irgendwie eine Bauernküche da gemacht haben oder so ländlich, sondern diese royale Küche wurde dann eigentlich demokratisiert und kam durch diese tollen Köche und das Volk. Und so entstanden diese Restaurants. Und Crimo de la Reynière war ja weniger ein Koch, sondern er ließ kochen, der hat den Koch beschäftigt gehabt. Er war nicht der Ärmste, wahnsinnige Feste gefeiert. Und er hat dann auch so Regelwerke aufgestellt und auch Restaurantkritiken gemacht. So muss es laufen, so und so und so. Und er war natürlich auch relativ neurotisch und ein übersteigertes Ego. Das haben ja Kritiker gern, das hat sich ja bis heute gehalten. Warum sollten wir Crimo de la Reynière heute wieder lesen? Also vieles ist natürlich in einer Sprache, die man heute nicht mehr so verwendet. Da heißt es zum Beispiel bei ihm, die Weine und die Getränke müssen aus den Klauen der Lakaien. Weil früher war hinter einem ein Diener, der hat ihm immer eingeschenkt. Und je nachdem, wie der dich halt leiden können, bist du halb verdurstet. Das passiert einem ja heute noch in feinen Restaurants, dass man an der Quelle manchmal verdurstet, weil man
weil der Weinkühler irgendwie 3 Meter weg ist. Und deswegen, ich plädiere ja eigentlich, dass man das auf den Tisch stellt und dann kann man sich selber die Schlagzahl bestimmen, wie man den Wein trinken will. Sowas hat er zum Beispiel gesagt. Dann, was wir ja heute in den Restaurants, also mit 2, 3 Sternen, da stehen ja dann auch die Ober da hinten und so weiter. Und Grimo hat gesagt, ich kann es nicht leiden, wenn diese Leute mir dauernd zuhören und so weiter. Diese Bewachung durch die Bediensteten und so weiter, also diese Art hypertrophes Service, den es ja heute in der Spitzengastronomie auch gibt. Und das ist natürlich nichts anderes, auch wie damals, als die Bourgeoisie in Paris nach der Revolution eigentlich den Royalismus rüber transportiert hat ins Bürgerliche. Also nehmen wir nur einfach mal die französischen Präsidenten, die unterscheiden sich ja vom so einem König nicht arg, außer meinetwegen Hollande fährt Vespa, das war natürlich früher nicht möglich. Aber was die für ein, oder wenn man mal vom Élysée-Palast in Paris steht, was da für Generäle aufmarschieren Soldaten da, das wäre in Deutschland ja undenkbar. Also dieser Nationalstolz, der dort richtig fast religiös getrieben wird. Und man sollte nicht glauben, dass da die Monarchie abgeschafft worden ist. Die gibt es nach wie vor, nur ist jetzt halt bürgerlich. Und das alles in diese Welt, als das begann, da war dieser Grimo de la Reynie sehr beteiligt, und in erster Linie war er deshalb ein scharfer Beobachter, weil er hochgebildet war, weil er war behindert. Und unsere Welt, auch die moderne Welt, verdankt ja den Behinderten sehr viel. Der Behinderte, der kann nämlich womöglich nicht Fußball spielen oder sonstigen Blödsinn machen, sondern er hat seinen Kopf, egal wo er gelähmt ist oder was ist. Und Grimo de la Reynie hatte keine Hände. Also die Hände waren ähnlich wie Vogelkrallen. Und der Vater ließ ihm damals von einem Schweizer Uhrmacher Metallhände machen, die man bewegen kann. Aber er war natürlich als Kind ein totaler Außenseiter. Selbst die Mutter hat ihn abgelehnt, hat gesagt, das ist nicht mein Kind. Er wurde teilweise versteckt. Und der hatte natürlich einen psychischen Schaden, aber ganz gewaltig, ganz klar, natürlich. Aber dadurch hat er so aus einer Froschperspektive der Ablehnung der Gesellschaft, hat er natürlich sehr genau beobachtet. Und das hat er auch niedergeschrieben, und er konnte es sehr gut schreiben. Er war teilweise auch Journalist und hat auch für Zeitschriften geschrieben damals und so weiter. War da auch ganz erfolgreich. Und vor allen Dingen seine Sprache, wenn man überlegt, damals war bei uns ja noch der total romantische Schmalz drauf. Und dann kommen so Leute und schreiben absolut modern. Also zum Vergleich könnte man noch Heinrich Heine sagen. Das hat er auch nicht in Deutschland gelernt, das kam auch in Frankreich. Dieser Freche, etwas später, ja, das ist gar nicht so viel später gewesen. Es war so 30 Jahre später mit Heinrich Heine. Und dann dieser moderne Ton, wo man heute eigentlich noch seinen Schreibstil dran orientieren kann. Grimo serviert uns viele Ratschläge, wie es bei Tisch zugehen sollte. Hinweise für eine vergangene Zeit. Aber können wir auch unsere Tafeln heute damit wieder reformieren oder modernisieren? Ja, ich habe das erst vorgestern gemacht. Da war da eine Gesellschaft. Und dann dachte ich mir, ich mache vorher eine kleine Rede. Also bevor man jetzt isst und sich besäuft, könnte man doch eigentlich sich mal noch ein paar Gedanken machen zur Weltlage oder was weiß ich. Und dann habe ich von Thomas Paine gesprochen, also einer der Mitbegründer der USA, der Vereinigten Staaten, zur gleichen Zeit eigentlich gelebt wie Grimo de la Reynie. Dann hat aber keiner zugehört, alle wollten gleich mampfen. Ne? Also da ist auch eine gewisse Kultur verloren gegangen. Dann hat auch Grimo de la Reynie gesagt, man sollte sich, wenn man eine Einladung macht, und da hat er ja richtige Regeln aufgestellt, ich glaube 20, 30 Regeln, zum Beispiel, man sollte sich ein Gesprächsthema raussuchen. Wir treffen uns heute, wir essen meinetwegen Gänsebraten und wir reden jetzt einfach nicht über Politik und nicht über Religion. Aber wir reden zum Beispiel, irgendeiner soll erzählen was über Gänse und so weiter, sodass auch die Gäste schon vorbereitet sind für ein Tischgespräch.
dass es nicht dieses dumme Geplapper gibt und so weiter. Was hat ein Auto gekostet und wie schnell, wie viel PS hast du und diesen ganzen Schmarrn, dass man das schon ein bisschen. Und dann, seine Ratschläge enden dann auch in einem fatalen Satz, wo er sagt, auch bei Tisch wird der Dumme nicht gescheiter. Das ist eine knallharte Sache. Das kann man sich also ruhig meistens zuführen, sowas. Sie haben Auszüge aus seinem Manuel des Amphitryon von 1808 übersetzt. Was können wir bei der Lektüre? Ich habe es nicht übersetzt. Nein, nein. Das hat diese Übersetzung ist aus den 60er, 70er Jahren. Da war Grimaud de la Reynie bekannt, aber das kam mit, als die ersten Deutschen ins Elsass gefahren sind, in guten Restaurants zu essen. Da gab es ja schon mal so eine Welle, ganz am Anfang. Da war mein Vater beteiligt und da erschien dann dieses Büchlein und es geriet dann in Vergessenheit. Und ich habe eigentlich diese Übersetzung nur ausgegraben, wieder, um es wieder bekannt zu machen. Weil es ist ja nicht nur, dass er diese Ratschläge gibt, wie man eine Einladung gestaltet. Das ist ja zum Teil auch natürlich übertrieben und sehr steif. Und man kann nicht alles übernehmen, aber man könnte es, weil es halt teilweise lustig ist. Und er hat vor allen Dingen vielleicht für heutige Zeit befremdlich, aber für mich eigentlich ganz logisch. Er hat sich sehr gern mit dem Tod beschäftigt. Er ließ manchmal das Essen auf Särgen hereintragen. Die Passage habe ich gelesen, das war am 1. Februar 1783, da gab es so ein riesiges Festmahl bei ihm, gegessen wurde von Särgen, exzentrik pur, 10 Gänge. Die Kellner bleich, geschminkt wie Leichen, serviert. Oh je, 14 Gänge zu jeweils 5 unterschiedlichen Gerichten und er soll ausgerufen haben, die Tafel macht uns alle gleich, aber hat er nicht ein bisschen übertrieben? Er hat nur übertrieben. Er war im Grunde so fast schon Satiriker. Also, und komischerweise, er hat sehr ausgeteilt, aber er konnte auch gut einstecken. Also er war zum Teil auch von einem beleidigenden Wesen oder einfach mit der Wahrheit nicht zurückgehalten, sondern klar und deutlich gesagt, was er von einem hält. Sagen wir mal, später haben ja die Brüder Goncourt diese Art und Weise übernommen, dass man einfach einem sagt, also siehst du halt gar nicht gut aus oder was ist so mit dir los und so. Und da war er eigentlich sehr direkt und sogar modern. Aber er hat nachher auch sehr viele Feinde gehabt, weil er hat einfach zu einem gesagt, wie dumm er ist. Also, er war einfach eigentlich auch sehr ehrlich, nicht? Also diese, und wenn man also richtig gerade raus ehrlich ist, kann man eigentlich in seinem Freundeskreis keine 4 Wochen überleben, weil sonst würde man ja sagen, hey du sagst hier guten Tag, aber ich finde der Tag ist gar nicht gut, wenn ich dich sehe. Oder wenn man einfach das sagt, was man denkt, man ist halt auch höflich und so weiter. Da war er einfach sehr direkt und eigentlich sogar modern, möchte ich sagen. Im Anhang gibt es einen Küchenkalender. Da wird für jeden Monat werden Gerichte vorgestellt. Hat er bestimmte Gerichte in Frankreich neu eingeführt? Nein, eigentlich nicht. Das war die Küche des Adels, die ja dann in die gehobenen Restaurants, es gibt zum Beispiel noch eines meiner Lieblingsrestaurants in Paris, heißt Grand Vivour, Place Royale, also das ist das geschlossene Carré. Und das ist noch eingerichtet im Direktoire-Stil, also in diesem Stil zwischen Napoleon und der Revolution. Und das ist noch original in diesem, na Gasthaus kann man nicht sagen, das ist ein feines Restaurant, da saß schon Danton und Robespierre drin. Und das hat heute noch 2 Sterne, ein toller Laden. Und das kommt bereits auch schon bei Grimaud de la Reynie vor. Und das ist natürlich schon toll, wenn man sich mit so dem alten Frankreich beschäftigt. Also in der Literatur eigentlich auch. Ich finde ja Frankreich literarischer wie Deutschland. Aber in der Gastronomie, dann merkt man, es gibt sehr viele Köche hier in Deutschland, die zum Größewahn neigen. Und die beste Medizin ist eigentlich, wenn man ein bisschen in der französischen Gastronomie sich umschaut, in früheren Zeiten. Da gibt es
diese Gerichte, die dort serviert werden, die kann man heute ganz genauso servieren. Also wir bilden uns immer ein, wir hätten das total erfunden oder modernisiert. Das stimmt gar nicht. Also ein Turbo, also ein Steinbutt, ein großer, der war damals genauso gut wie heute oder den konnten wir damals nicht genauso vermurksen wie heute. Die Soßen waren mit mehr Butter, mit mehr, aber man redet ja immer von leichter Küche. So leicht war die wahrscheinlich gar nicht, nicht? Oder? Nur für den Deutschen, weil der Deutsche dem ist ja erst satt, wenn es ihm schlecht wird. Ne? Mhm. Und diese Essensdisziplin, das kommt auch beim Grimo vor. Man darf sich einfach nicht überfressen. Das kann passieren. Und in katholischen Gegenden ist es durchaus keine Sünde, aber es hat mit Genießen nichts zu tun, wenn man sich überfrisst. Und diese Essensdisziplin, dass man nicht zu hastig ist, und das hat alles dieser Grimo de la Reine aufgeschrieben, weil auch das, man darf nicht vergessen, nach der Französischen Revolution kam ja auch eine Art, ähnlich wie Kriegsgewinnler, so Neureiche kamen da hoch und die wussten auch nicht richtig, wie es funktioniert bei Tisch und wie das so alles so geht. Und da war der große Lehrmeister dieser Grimo de la Reine. Und wenn man das aufmerksam liest, sind diese Gerichte heute noch in der Spitzengastronomie in Frankreich anzutreffen. Sie sind jetzt ein bisschen weniger geworden, weil die Gastronomie Frankreichs natürlich auch von globalen Einflüssen stark, ich möchte fast sagen, verwässert wird. Also es gibt ja mittlerweile, macht ja jeden zweiten Tag ein japanischer Koch in Paris ein Bistro auf. Also die französischen alten Gastronomen, die fürchten sich so langsam. Aber ich glaube, das kommt auch wieder zurück, weil diese Kochkunst, dieses große Handwerk, das haben heutzutage nicht viele verlernt, aber das kommt auch wieder und das wird auch wieder Mode. Aber es macht halt Mühe. Und man hat natürlich mit so ein bisschen asiatisch schnell was hingeschnipfelt. Vielleicht optisch auch größere Erfolge, weil die alte große französische Küche sieht einfach nicht so gut aus und so bunt wie eben diese globalisierte Küche, die es ja in Frankreich natürlich auch gibt. Ja. Vielen Dank, Herr Klink. Die Grundzüge des gastronomischen Anstands sind bei Rowohlt erschienen von Grimo de la Reine. Dankeschön. Danke.